dieser Party werden wieder einige Hunde dazukommen und da werden wir sicher, der eine wird uns auch sagen, was wir damit machen, aber da werden sicher wieder einige zusammengesetzt werden und Waldwelt wächst. Absolut, eine super Sache und ich glaube, es ist bei Charity-Projekten ja so, dass immer ein Tropfen nach dem anderen eigentlich den Fluss ergibt. Das heißt, jede Idee, die man macht, jedes Projekt bringt wieder natürlich auch Umsätze für dieses Charity-Projekt, das im Endeffekt ja für alle Menschen auf der Welt ist. Denn ohne Lunge, ohne grüne Lunge der Erde haben wir alle nichts mehr zu atmen. Ne? Ja, das ist richtig. Und vor allem, wenn man auch bedenkt, wenn man ein bisschen genauer die Fakten anschaut und man weiß, dass im Jahr 2015, wenn es mit der Rodung so weitergeht, wie es bisher jetzt dann ist, dass 2015, nicht 2050, 2015 nur mehr Regenwald in den geschützten Gebieten besteht quasi. Richtig, ja. Und darum ist natürlich solche Aktionen, so wie es hier gestartet wird, auch beim UB, absolut wichtig und richtig und eine tolle Sache. Ja. Etwas anderes, ja, du hast ja Geburtstag. Kann man das sagen? Wie alt bist du? Ich bin mittlerweile 39, ja. 39. Gratuliere. Nächstes Jahr feiern wir dann ordentlich mit einer richtigen Aktion. Noch einmal. Naja, nächstes Jahr feiern wir nicht so wirklich, weil nächstes Jahr ist ja der erste Vierer und dann haben wir dann 10-mal Zeit zum Feiern. Also den letzten Dreier, den sollte man feiern. Alles klar. Der Vierer, den habe ich dann 10 Jahre wieder. Okay. Beim 49 vielleicht. Richtig. Du, Andreas, du bist ja natürlich auch als UB-Scout unterwegs, das heißt, du handelst und vertreibst ja auch die Produkte der Partner des UB International, die man ja auf www.lupe.cc findet, also nicht zu verwechseln mit Lupe TV, wo man jetzt diesen Film sieht. Und ja, wie geht's dir so in der Kooperation mit den Partnern? Naja, in der Kooperation mit den Partnern geht es gut, weil grundsätzlich muss man sagen, der Unternehmerbund arbeitet nach dem Prinzip, nach dem Ehrenkodex, du darfst deine Partner nicht schädigen und somit wird es auch im Unternehmerbund keine Probleme geben, weil jeder sich einfach an den Ehrenkodex halten muss. Richtig, ja, genau so ist es. Da ist es einfach wichtig heutzutage, dass man sich zusammenschließt und gemeinsam wirklich ordentlich zusammenarbeitet, genau. Und sich gegenseitig unterstützt. Ja, lieber Andi, auch von mir nochmal alles Gute. Freut mich und auf viele Jahre noch weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Danke schön. Danke. So, der nächste im Bunde ist unser lieber Thomas Gotzbacher. Es gibt nur einen Namen für Drucker, Druckerpatronen, Refillstationen, Toner. Das ist Refill Express. Und unser Kooperationspartner ist der Thomas Gotzbacher. Hallo Tommy, servus, grüß dich, schön, dass du da bist. Danke. Ja, hallo. Wie gefällt dir die Veranstaltung? Die Veranstaltung ist super, sehr viele Leute da, gute Stimmung, viel zum Trinken, viele OB-Leute, total lässig, finde ich super. Super. Wie geht's dir so in der Kooperation mit den OB-Partnern? Ich finde den UB super, weil es ein super Netzwerk ist. Ich profitiere total davon. Es gibt viele Veranstaltungen, es gibt viele Termine, man lernt viele interessante Leute kennen von allen unterschiedlichen Branchen. Was ich toll finde ist, ich helfe dem einen, der andere hilft wieder mir. Der eine kauft Versicherungen, das ist der Bernhard, mit dem ich die Versicherung habe, der kauft mir die Toner. Und das, so stelle ich mein Netzwerk vor. Das finde ich super. Und von diesen Tonern und Druckern, die wir ja selber benutzen, was möchtest du den Menschen sagen? Warum sollen sie Refill Express Produkte nehmen? Meine Toner und meine Patronen sparen Geld. Das ist ein wesentlicher Punkt. Circa die Hälfte billiger als original, weil Druckerpatronen, Toner bei sich, der Druck ist sehr, sehr teuer. Der Drucker kostet fast nichts, die Patronen kosten ein Vermögen. Bei mir spart man circa die Hälfte ein, bei gleich guter Qualität. Und man schont noch dazu die Umwelt, weil die Toner und Patronen müssen extra entsorgt werden. So wird es nachgefüllt, recycelt. Das heißt, man spart Geld und schont die Umwelt doppelt gut. Das heißt, im Prinzip ist so für jeden eigentlich ein Riesenfortschritt, wenn man sagt, man spart auf der einen Seite Kosten ein und man tut der Umwelt was Gutes, was ja natürlich im Sinne dieser Veranstaltung auch ist. Ja? Thomas, wie lange machst du das schon? Ich mache das Ganze jetzt seit 10 Jahren mit Druckerpatronen und Toner. Und ich muss sagen, es werden immer mehr, auch immer mehr Leute, die das Service in Anspruch nehmen, die Geld sparen wollen, die auch der Umwelt was Gutes tun wollen, finde ich toll. Super, und du hast ja auch Geschäftslokale. Wo sind diese Geschäftslokale? Ich selber habe 3 Geschäftslokale in Wien.
Wir haben auch sogenannte Franchise-Nehmer, die das Ganze in Franchise machen. Das ist quasi fast österreichweit verteilt, also in Oberösterreich, in Steiermark hauptsächlich, in Wien natürlich, in Niederösterreich. Okay, super. Und das heißt auch für Laufkundschaften, also jeder kann zu dir kommen und sich eben Tintenpatronen holen oder auch nachfüllen lassen, ist das richtig? Sowohl für Endkunden, die zu uns kommen können, die auch über den Online-Shop bestellen können, als auch natürlich für Firmenkunden. Das heißt, wir schicken auch an Firmen die Toner, die fixfertigen Toner zu. Die können uns dann die Leeren schicken, sie müssen nicht damit zu uns kommen, sondern schicken uns einmal im Monat gesammelt die Leeren zu und die werden dann wieder recycelt. Okay, jetzt ist ja die sogenannte Gründerwelle. Es geht ja weg von diesen Angestellten, alle hin zu den Unternehmern. Und du hast ja erklärt, es gibt ja die Möglichkeit, mit einem Franchise-Konzept mit Refill Express aktiv zu werden. Wie funktioniert das konkret? Das funktioniert so, man kriegt Franchise von uns quasi die Idee, das Know-how, komplette Einstellung, um Donut selber zu befüllen, zu recyceln, also Druckerpatronen. Die Schulung dauert ca. 2 Wochen und nach 2 Wochen hat man das Grundwissen, um damit starten zu können, sowohl als einen eigenen Shop für Endkunden als auch für Firmenkunden. Und quasi mit grob gesagt 10.000 Euro ist man dabei, kann mit dem ganzen Projekt starten. Habe über den UB auch schon Franchise-Partner bekommen, die damit sehr zufrieden sind, die das Ganze selber betreiben, mit einer wachsenden Branche. Funktioniert gut. Absolut eine tolle Sache. Also wir können wirklich nur dich empfehlen. Wir arbeiten jetzt sicher schon 2 Jahre zusammen. Und da spricht die Seriosität natürlich und die Qualität für sich. Und unter www.lupe.cc braucht man nur eingeben, Refill oder Refill Express oder Thomas Gotzbacher und schon kommt man zu deinen Kontaktdaten. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute bei der Veranstaltung Waldwelt UB Charity und viel Erfolg für die Zukunft. Danke, Gary. Warte mal. So, einen weiteren UB-Partner haben wir hier, Bernhard Kern, auch mittlerweile ein guter Freund. Hallo Bernhard, grüß dich. Super, dass du hier in Wien mit dabei bist beim UB Charity Waldwelt-Projekt. Lieber Bernhard, wie lange bist du schon beim Unternehmerbund? Ich bin seit ganz Beginn, also vom UB, seitdem es gibt dabei. Okay, super. Was sind deine Erfahrungen jetzt in der Kooperation mit den anderen UB-Partnern? Also ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Also auch heute sind wieder einige da mit denen, wo ich schon gute Geschäfte gemacht habe und sehr gute Freundschaften geschlossen habe, wo man dann dementsprechend gemeinsam was erreichen kann. Das ist natürlich für einen Menschen wie dich, der sehr innovativ ist und natürlich auch offen ist für neue Sachen, ein leichtes eben zu kooperieren und selber die Initiative zu ergreifen, um mit den anderen Geschäften zu machen. Wie machst du das? Tust du dich da weiterentwickeln im Bereich jetzt Innovationen oder machst du da Schulungen? Wie funktioniert das? Ja, man macht natürlich im Bereich Versicherungen und Finanzen, wo ich ja tätig bin, immer wieder Schulungen und es kommen aber wirklich gute Innovationen erst, wenn man mit Bekannten, mit Geschäftspartnern spricht und die Bedürfnisse, was die Kollegen von den verschiedenen anderen Branchen für Bedürfnisse haben, dass man da kommt man zu den Innovationen, dass man da was entwickeln kann und wirklich gute Produkte gemeinsam machen kann. Das ist richtig, ja. Es ist natürlich das Thema Finanzdienstleistungen ja sehr trocken, ja. Wie schafft man das, dass man das unter einen Hut bringt? Oder gibt es da kreative Möglichkeiten jetzt auch zu entdecken im Finanzdienstleistungsbereich? Naja, der Finanzdienstleistungsbereich, ich finde ihn gar nicht so trocken, weil es ist eine Sache, die was zwischen Mensch und Mensch ist. Es geht um Bedürfnisse, es geht um Sachen abzusichern, zu erreichen, die was jeder von uns hat. Ja. Die eine hat mehr oder weniger. Und ich sage einmal mit dem Motto, Zwänge und Süßen anzügen, würde ich jetzt als Mühlviertler sagen, kommt jeder zu seinem Ziel. Und so versuche ich gemeinsam mit dem Klienten, dass man das auch erreicht. Dieses Sprichwort, kannst du das übersetzen auch für unsere deutschen Zuseher oder deutschsprachigen? Ja, ich versuche es zumindest einmal. Also zu wenig und zu viel ist das nahe Ziel. Okay, alles klar, gut verständlich. Ja, ja, was sagst du allgemein heute zur Veranstaltung? Wie gefällt es dir hier im Take 5 Club? Ja, jetzt zur fortgeschrittenen Stunde ist schon etwas aufgelockert, also es war vorher auch schon locker, aber es wird immer lockerer. Es sind wie immer super Gäste da, also das Take 5 ist ja dafür prädestiniert für super Publikum und ja, schauen wir, was da noch bringt. Ja, lieber Bernhard, also für alle, die mit dir Kontakt aufnehmen möchten, gibt es ja die Möglichkeit über unsere Firmensuchmaschine unter www.lupe.cc. Was gibt man dann ein, dass man dich findet?
Naja, am besten Bernhard Kern, Kernberatung, ja, die Kernkompetenz für Finanzen, Versicherung und Finanzierung. Okay, lieber Bernhard, ich wünsche dir alles Gute und noch viel Spaß, viel Erfolg für die Zukunft und viele Jahre gute Zusammenarbeit. Danke, danke sehr.